Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und auch in dieser Woche wollte ich euch im Vorab zeigen, welche Karten ich benutze. Wir haben einmal das Druid Craft Tarot. Das ist von Philipp und Stephanie Cargom, illustriert von Will Worthington. Wir haben für die Tageskarten, also für die Wochentage, haben wir das Gilded Tarot von Ciro Marchetti. Dann haben wir für die Aufklärung, für nähere Informationen, das Tarot Familia von Lisa Parker. Und da hat jemand das auch illustriert. Ich vergesse den Namen immer. Aber das Tarot gibt es auch bei mir auf der Webseite. Da stehen dann die Daten auch dabei. Und wir haben das Naturgeister-Orakel. Das ist von Angela Hartfield und Josephine Wall. Das steht noch nicht auf meiner Webseite, aber wir versuchen das so schnell wie möglich wieder aktuell zu machen. Ja, das sind die Karten, die ich für diese Woche verwende. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Allgemeinlegung für dein Sternzeichen. Ein herzliches Willkommen, lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 11. bis 17. November 2019 und wir wollen ja auch in dieser Woche wissen, was für den Löwen so energetisch in dieser Woche so drin ist, was du hoffentlich hilfreich einsetzen kannst. Schauen wir mal. Wir beginnen natürlich als erstes mit der Energie, die von außen kommt. Und denk dran, allgemeine Legung kann und wird nicht immer für jeden passen. Du ziehst dir raus, was für dich ganz persönlich hilfreich ist. Das ist wichtig. Was hast du als Löwe zu erwarten von deinen Mitmenschen, die Liebenden? Eine Entscheidung in der Liebe oder mit Liebe, je nachdem. Die Liebenden, ja gut, ist ja eine schöne Karte. Gucken wir mal, wie das zu dir passt, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. Ja, mein lieber Löwe, dann wollen wir natürlich auch nach den einzelnen Wochentagen schauen. Und wie immer ist es so, das kann jeder Tag in dieser Woche sein. Wir sind ja bei der allgemeinen Legung und es wird nicht bei jedem Löwen das Gleiche am gleichen Tag stattfinden, ganz klar. Und deshalb ziehst du dir einfach das raus, was für dich so hilfreich wie möglich ist in deiner Situation. Die meisten schauen sich das ja auch vorher an und können dann, wenn ihnen diese Situation begegnet, tatsächlich fast daraus ziehen. Das ist sehr schön und das ist, glaube ich, auch hilfreich. Es ist ja so die Navigation durch die Möglichkeiten, was wir hier machen. So, was haben wir denn an Energien, die du mitbringst? Also was zeigst du, was präsentierst du nach außen? Wir haben das Ass der Stäbe. Ein Neubeginn in Leidenschaft. Das passt ja sehr gut zu den Liebenden. Ja? Leidenschaftliche Energie, leidenschaftlicher Neubeginn. Okay, schauen wir mal, was wir haben. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und am Sonntag. So. Beginnen wollen wir wie immer mit der Energie, wie du dich siehst. Und haben die Fähre Lied. Okay, du bist im Moment wahrscheinlich sehr gesprächig. Okay, das ist vielleicht nicht so gut. Du solltest dich nicht unbedingt an Klatsch und Tratsch so beteiligen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber es ist halt nicht schön. So, und wir haben gerade halt bis zum 20. November ja auch Merkur rückläufig. Also sei bitte sehr, sehr vorsichtig damit, ja? Weil es wird gern was falsch verstanden, es wird falsch ausgelegt. Und es werden Dinge vergessen, es wird was dazu gedichtet. Ja, nicht so gut. Und es kann auch so sein, dass du was in den falschen Hals bekommst. Kommunikation bei Merkur rückläufig, grottig. Ja? Schauen wir mal, was du dir wünschst in dieser Woche. Da haben wir Prinzessin der Kelche. Du wünschst dir liebevolle Energien. Okay, das kann natürlich sein, dass du dir deshalb so ein bisschen, ja, so ein bisschen aus dir rauskommst und so ein bisschen quatschen willst und die Leute näher kennenlernen willst und so. Es ist halt kein wirklich günstiger Zeitpunkt. So, Hoffnung und Ängste haben wir die 7 der Kelche. Du möchtest neue Möglichkeiten auch in der Liebe. Okay, vielleicht nicht nur in Liebe, auch im Geschäft, wie auch immer. Jedenfalls wünschst du dir oder hoffst du, dass sich die Dinge erweitern. Gut, was ist denn gut für dich in dieser Woche? Das ist die Stärke. Ja, du bist ja ein majestätisches Sternzeichen. Deine Stärke
ist, dass du Führungsqualitäten hast und dass du die ja auch gut darstellen kannst, dass du jemand bist, zu dem man aufschauen kann. Aber bitte nicht mit Klatsch und Tratsch, ja? Die Fähre lädt es halt hier quatschen und, ne? Und bei Merkur rückläufig denkbar schlecht. Was ist denn nicht gut für dich? Da haben wir die 9 der Schwerter. Es macht dir etwas Sorge. Schwerter sind ja auch Gespräche, Gedanken, ne? Also könnte irgendetwas im Umlauf sein, was vielleicht nicht stimmt oder so. Oder es macht dir einfach Sorge, dass die Dinge noch nicht so weit gediegen sind, wie du das gerne hättest, sei es jetzt privat oder beruflich. Wir gucken mal, wie das Ganze möglicherweise ausgeht und haben die 3 der Kelche, also Geselligkeit. Geselligkeit ist schon wichtig, ja, feiern, Party machen, okay. Am Montag haben wir die Stärke. Deine Stärke liegt tatsächlich auch im Gespräch mit anderen. Aber versuche möglichst nicht so viel preiszugeben von dir, weil das könnte, wie gesagt, falsch ausgelegt, verstanden und auch weitererzählt werden. Am Dienstag kam ja die Königin der Stäbe. Du bist in deinem Element, feurig, leidenschaftlich und auch, ich denke mal, heiß begehrt. Also du liegst gar nicht so weit weg mit der Prinzessin der Kelche. Mittwoch haben wir den Wagen. Du hast die Zügel in der Hand. Die Krebsenergie und du schreitest voran. Dazu wäre es natürlich auch wichtig zu wissen, wohin. Also du musst diesen Wagen schon im Griff haben und auch genau wissen, wo soll es denn hingehen. Wenn du die 7 der Kelche hast, dann bist du dir nicht sicher, was wünsche ich mir eigentlich oder was ist mein Hauptanliegen. Gucken wir mal weiter. Donnerstag haben wir den Eremiten. Sehr gut. Der Eremit schaut nämlich in sein Innerstes. Und wir sind ja so schön in der Skorpionzeit, die geht ja ganz tief rein. Die gräbt ja bis zum äußersten Eckchen und holt natürlich auch nicht immer das Beste hervor. Also wenn wir in unsere tiefsten Tiefen gucken, sehen wir auch manchmal Sachen, die uns nicht gefallen. Das ist okay. Ja? Wir alle sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Es wäre ja auch mega langweilig. Aber es ist halt so, dass man so mit seinen eigenen schlechten Seiten sich auch konfrontiert sehen könnte. Zumindest, wenn man so in die Tiefe geht. Keine Panik, das ist okay. Wir gucken mal, was wir noch haben. Neue Wege gehen am Freitag. Ja, es anders probieren. Neue Möglichkeiten ausloten. Ja, Liebgewonnenes hinter sich lassen, was sich vielleicht auch nicht bewährt hat. Ein paar Kelche sind ja auch umgekippt. Also ist nicht alles optimal gelaufen, auch gefühlsmäßig nicht. Probieren wir was Neues. Ja? Samstag haben wir die 5 der Kelche. Da ist das Bedauern. Und das kann eben damit zu tun haben, dass du so in die Tiefe gehst und dann so ein paar Sachen hervorholst, vielleicht aus der Vergangenheit, schlechte Erfahrungen, die dich dann so ein bisschen umhauen können. Einfach, weil du lange nicht dran gedacht hast und es dir plötzlich einfällt und es dich traurig macht. Okay, das ist nicht gerade von Vorteil, aber manchmal ist es notwendig. Was haben wir denn am Sonntag? Da haben wir den König der Kelche. Das ist sehr gut, weil du reagierst angemessen, ja? Und du denkst dir, ich habe jetzt mal einen Tag geweint oder was auch immer. Ich habe getobt oder mich im Sport ausgetobt, um das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten. Jetzt gehe ich raus, ich brauche Leute um mich. Das ist sehr gut. Schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben ja bei dir den leidenschaftlichen Neubeginn. Und das sind die neuen Wege, denke ich mal, auch in Gefühlsdingen. So, die Fähre liegt, Grusel, Grusel, Quatsch, Klatsch und Tratsch, die Herrscherin und die 3 der Münzen. Also Zusammenarbeit klappt sehr gut. Das ist förderlich, also mit Kollegen und so weiter kommst du gut klar. Ich würde halt nur einfach versuchen, nicht zu viel Privates zu erzählen. Wir haben die Prinzessin der Kelche, ist dein Wunsch. Knabe der Schwerter, Kommunikation, ehrlich zu sich selbst und die Entscheidung, wie realisiere ich das? Nun haben wir eine Menge Möglichkeiten, die sich uns bieten, wissen aber nicht so recht wohin. Dann ist der Rückzug angebracht. Das heißt, mit dem Eremiten so ein bisschen ins stille Kämmerlein, was will ich eigentlich? Königin der Kelche, sei gut zu dir. Hege und pflege dich. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und ja, versuche eben zu klären, was für dich relevant ist. Das ist deine Stärke.
Da haben wir die Obsession, die Verführung. Und wir haben das Rad des Schicksals. Das könnte auch bedeuten, ja, dass du nach Strich und Faden verführen könntest. Ja, aber es sollte schon nicht übertrieben werden. Ja. In der Beziehung oder wenn du Single bist, ja. Ne, alles, was übertrieben wird, ist nicht gut und ungesund. Dann haben wir die 9 der Schwerter, das ist nicht gut. 6 der Stäbe, das hat mit Erfolg zu tun. Und der Wagen, den haben wir hier auch. Ja, wenn du dich zum Verführer, zur Verführerin entwickelst, hast du wahrscheinlich den Erfolg, aber du hast das Gerede. Ja? Wenn du, ich sage jetzt mal, jede Menge Leute verführst, zum Beispiel, ja, das ist der Erfolg für dich im ersten Moment, aber andere sehen das auch. Ja? Okay, 3 der Kelche, Geselligkeit, 7 der Münzen, Geduld. Und die Liebenden. Also sei geduldig, was die Liebe betrifft. Warte auf die Person, die wirklich nicht nur deine Leidenschaft, sondern auch dein Gefühl anspricht. Die Stärke am Montag. Sei ehrlich zu dir selbst. Was willst du? Wo willst du hin? Und überlege es dir in Ruhe mit den 4 der Schwerter. Nichts überstürzen. Du bist in deinem Element. Königin der Stäbe. König der Schwerter. Sei ehrlich. Und Knabe der Stäbe. Fokussiere dich. Was ist relevant? Fokussiere dich. Der Wagen. Zügel in der Hand. 5 der Kelche. Da ist das Bedauern. Da ist das Bedauern über deinen Erfolg, der dann zum schlechten Gerede führt. 6 der Schwerter. Cool down. Cool down. Gönn dir einen Tag, wo du wirklich mal über Dinge nachdenkst oder dich mal ausheulst, je nachdem. Der Eremit, König der Münzen, Ritter der Münzen. Das ist auch Geduld. Geduld. Du hast viel erreicht. Du hast sicherlich auch ein gewisses Maß an Luxus oder Sicherheit in Beziehungen und so weiter. Das sagt mir ganz klar, du solltest nicht sozusagen alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, mit nach Hause nehmen, sondern du solltest tatsächlich gucken, dass du deine Wünsche erfüllt kriegst, also dass du nach dem gehst, was dir vorschwebt und nicht, wie gesagt, nutzt, was sich dir bietet, hier mit dem Teufel. Neue Wege, Zurückhaltung ist angesagt und angemessen zu reagieren. Ja? Angemessen heißt charmant, liebevoll, aber nicht direkt zu fordernd. 5 der Kelche, sich auf Augenhöhe begegnen. Und 9 der Schwerter, das ist das, was du eigentlich willst. Du willst dir mit deinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen. Du willst niemanden haben, der dir dann auf die Nerven geht, weil er oder sie ständig anruft und dich wiedersehen will und du hast eigentlich gar kein Interesse dran. König der Kelche, 4 der Stäbe und der Turm. Ja, ich glaube, dass du, sagen wir mal, dein wildes Single-Leben so langsam satt hast, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also da gibt es noch was anderes, was dich viel mehr interessiert, glaube ich. Und wenn du das erreichen willst, ist in dieser Woche die beste Gelegenheit, ja, an deinen Überlegungen, Entscheidungen und Tätigkeiten, also wie du das angehst, zu wachsen. Ja? Und nicht das Alte zu wiederholen, sondern neue Wege zu gehen. Wir haben Abenteuer. Auch das kann ein Abenteuer sein, sich selbst nämlich im Griff zu haben. Das ist die Nummer 30. Schauen wir mal. Jetzt ist eine ausgezeichnete Zeit für eine kurze Spritztour an einem beliebigen Ort, der dich inspiriert. Wenn du gerne reitest oder Fahrrad fährst, dann gib dir jetzt Gelegenheit dazu. Geh einfach in die freie Natur und verreise. Dies wird dir helfen, aus deiner Routine auszubrechen. Vielleicht eröffnet es dir auch eine neue Perspektive. Bietet dir eine neue Chance oder gibt dir Gelegenheit zu einem Abenteuer. Aber nicht so ein Abenteuer, was ich eben meinte, sondern etwas Neues zu entdecken. Wenn du dir jetzt eine Pause gönnst, wird es dir hinterher tatsächlich sehr viel besser gehen. Der Wind in deinen Haaren oder die Sonne auf deiner Haut. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich. Also kümmere dich um dich selbst. Die Leidenschaft der Liebenden ist auch, ja,
die wirkliche Liebe zu finden und nicht nur das kurze Abenteuer. Und das Abenteuer hier ist, eben genau das herauszufinden, wen du an deiner Seite möchtest, zu entscheiden, die Zügel in der Hand zu halten, dich vielleicht zu bremsen und das Rad des Schicksals in deine Richtung zu drehen, indem du dir nämlich sicher bist, was du wirklich möchtest und dann entsprechend zu handeln. Auch das ist ein Abenteuer, ja, und bedarf einiger Stärke. Ja, mein lieber Löwe, das klingt ja sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was du berichtest und ob das für dich in deiner Situation so passt. Ja, und ja, würde mich freuen, wenn es dich weiterbringt, wenn es dir Ideen gibt, wie du die Dinge angehen kannst und deine wirklich wahre Liebe finden kannst. Würde mich sehr freuen. Sieht auf jeden Fall so aus hier nach den Karten. Und ja, wenn es hilfreich für dich war, würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch freuen. Dann bin ich gespannt, sehr gespannt. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Alles Gute für dich. Bis bald.